guten Abend zu den News am 7. Februar. Die neue Woche startet bei uns mit diesen Themen. Wichtige Stimmen. Seit 40 Jahren ist das weibliche Geschlecht immer wieder das Züngli an der Waage. Tödlicher Sturz. An der Langstrasse geht ein Mann vom Balkon. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Und heftige Reaktion. Polizisten wehren sich gegen die Beamtenkennzeichnung bei Demos und Krawall. Es ist ein langer und schwerer Weg für die Frauen, um im Land mitbestimmen zu können. Genau heute vor 40 Jahren ist ihr Anliegen von der männlichen Volksstimme gutgeheissen worden. Seitdem haben die Frauen bei 10 Volksinitiativen den Ton angegeben und die Männer überstimmt. Auch am nächsten Sonntag, wenn die Waffenschutzinitiative an die Urne kommt, dürften die weiblichen Stimmen schwer ins Gewicht fallen. Die Miriam Bechtold und Dorothee Andereck haben mit Fachleuten und mit einer prominenten Verfechterin vom Frauenstimmrecht geredet. Jahrzehntelang sind die Frauen hinter den Männern zurückgestanden, haben politisch im Land nichts zu sagen gehabt. Die erste Bundesrätin der Schweiz hat sich schon bei der Abstimmung 1959 für die Mitbestimmung der Frauen stark gemacht. Das war absolut das Thema. Ich war dort in der Abschlussphase von meinem Studium. Und wir haben natürlich unter den Studenten darüber diskutiert einmal in einer Pause und ich habe mich vehement dafür eingesetzt. Und dann sagt mir tatsächlich ein Kollege, weißt, ich begreife dich überhaupt nicht, dass du so für das Frauenstimmrecht bist. Du bist doch sonst eine ganz normale Frau. Und dann habe ich geantwortet, ja, und ganz genau darum setze ich mich also für das Frauenstimmrecht ein. Der Kampf hat sich gelohnt. Trotzdem, bis heute müssen sich die Frauen immer wieder vorwerfen lassen, sie seien emotional für die Politik. Das Hauptargument der damaligen Gegner des Frauenstimmrechts kennt auch der Teletop-Politexperte. Ich glaube, auf der einen Seite ist es tatsächlich so, dass Frauen in gewisser Hinsicht emotional nicht urteilen. Das sind sich aber auch die Frauen bewusst. Darum brauchen sie manchmal für ihre Entscheidungsfindung ein bisschen länger. Auf der anderen Seite ist auch, wenn dann noch eine Entscheidung bei Frauen gefällt ist, häufig so, dass dann noch der Meinungsbildungsprozess tatsächlich abgeschlossen ist. Und während es bei Männern häufig noch wieder zu Wechsel kann führen. Ganz so klar ist es also nicht, wer sich mehr von Emotionen leiten lässt. Gerade auch im Hinblick auf die Waffenschutzinitiative, wo das Wochenende darüber abgestimmt wird, fällt dem Frauenkomitee der Befürworter etwas auf. Es sind Männer, die emotional sind. Männer können sich nicht vorstellen, sich von einem Gerät zu trennen, das irgendwie ihre Macht früher symbolisiert hat und heute in einem Besenschrank steht. Jetzt machen sie ein riesiges Schrei und sagen, sie müssen unbedingt die Waffen bei sich zu Hause behalten. Wenn das nicht emotional ist, demgegenüber sind die Frauen doch schon sehr viel cooler in dieser Materie. Die Frauen, die nicht mehr hinter den Männern zurückstehen in der Politik, gehen also bis heute immer noch zu reden. Die 40 Jahre, die Frauen dürfen mitreden im Land, sind schnell vergangen. Wie es vorher war, wissen viele schon nicht mehr. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Meine Enkelinnen, die schauen mich mit grossen Augen an, wenn ich erzählen, dass wir Stimmrecht noch nicht kennen und was das für ein Kampf war. Sie können sich das überhaupt nicht mehr vorstellen und das ist auch gut so. Die Frauen stehen also nicht mehr hinter den Männern zurück, wenn es ums Mitreden im Land geht. Vergessen soll man den langjährigen Kampf aber nicht. Zu wertvoll sei die Errungenschaft. Der jetzige Zustand, das ist der normale Zustand und der andere Zustand ist der Schweiz nicht würdig gewesen.